Hallo und herzlich willkommen zu Dreros. Das Spiel ist zum einen Städtebauspiel, ein Abenteuerspiel, ein Sammelspiel von Ressourcen. Und das ist halt ein wilder Mix aus mehreren Sachen. Man spielt das auch nicht nur aus der Vogelperspektive, sondern spielt einen von drei Charakteren. Die haben alle unterschiedliche Fähigkeiten. Wir spielen das Ganze mal an. Das Spiel gibt es für 25 Euro auf Steam. Ich habe es jetzt selbst noch nicht gespielt, habe einen Key vom Entwickler bekommen, damit wir uns das mal anschauen können. Ich finde die Idee schon recht super, aber das Problem, ich bin da immer so ein bisschen skeptisch auch bei Spielen, die halt so breit streuen, um es mal so weit so zu formulieren. Spiele, die so viele Sachen einbauen. Die Erfahrung zeigt dann doch, dass das in den meisten Fällen nicht allzu gut funktioniert. Gut, ich habe es jetzt noch nicht gespielt. Wir spielen einfach mal den Einstieg, was dann auch wiederum bedeutet. Das sollte auch jedem klar sein. Ich werde jetzt hier in dem Video nicht alles von dem Spiel zeigen können, was wir da machen, sondern wir spielen einfach nur mal den Einstieg, schauen uns das Ganze mal an, was das für einen Eindruck macht. Und wem das interessiert, der kann sich das ja kaufen oder halt sich weitergehend informieren. Das ist halt so ein Video. Gut, starten wir ein neues Spiel und man kann der Stadt einen Namen geben. Ich lasse das jetzt einfach so, wie es ist. Und das ist auch nicht random, sondern das ist scheinbar immer wieder derselbe Name. Dann die Charaktere, die haben auch alle unterschiedliche Biografien. Dwilben hier ist zum Beispiel ein Zwerg, der sammelt Ressourcen, um ja eine neue Kolonie zu bauen. Gloria ist ein Engineer und Architekt. Gut, sie designt dann Gebäude und Stadtstrukturen. Horbier haben wir hier noch und Horbiers Biografie enthält im Prinzip, er ist dafür da, die Gegend zu erkunden und versteckte Schätze zu finden. Ich finde, wie gesagt, das ist eine ziemlich coole Idee, so von den unterschiedlichen, ja, schon Spielmechaniken das zu kombinieren. Und deswegen fand ich das eigentlich soweit ganz interessant, dass ich dazu auch mal ein Video machen wollte. Gut, dann starten wir mal. Und schau mal, was das gibt. Das sieht ja richtig cool aus von der Grafik. Vom Zeichenstil. Stil? Gut, ja, das ist ja die Vorgeschichte im Prinzip. Ja, gut, das ist jetzt auch nicht das, worum es hier so wirklich gehen soll, weil wir haben ja keine Zeit. Ich versuche das hier alles ein bisschen knapper zu fassen, deswegen skippen wir diese Vorgeschichte. Ich wollte das nur kurz mal sehen. Das wird halt so in so Buchform, Seitenumblätternweise erzählt. Und das ist dann New Eoldale. Leider gibt es das Spiel bis jetzt noch nicht auf Deutsch. Keine Ahnung, ob das irgendwann nochmal auf Deutsch kommt. Ich würde es mir auf jeden Fall wünschen. Da sind unsere drei Hauptcharaktere. Königin Solatia. Die rollt das eher, alles klar. Zumindest manchmal. Gut, die haben den Waldelfen im Prinzip dieses Schloss geschenkt. Und dann können wir hier alles wieder neu aufbauen. Erforschen. Sammeln. Und bauen. Thank you.
Und soweit ich das verstanden habe, wird in dem Spiel, glaube ich, gar nicht gekämpft. Sondern man rödelt hier einfach so vor sich hin und baut das alles neu auf. Gut, wir fangen mit dem Zwerg an. So von der Optik, ja, ich bin da so ein bisschen unentschlossen, so wie das ausschaut. Einerseits hat das einen gewissen Charme, andererseits wirkt das irgendwie billig, aber das ist irgendwie so eine komische Mischung. Ich kann mich da nicht so richtig entscheiden. So, wir reden erstmal mit dem Bürgermeister. Okay, es gibt dann so quasi so Talk Rocks. Kann man das ist quasi Handys, Mikrofone, wie auch immer. So, davon haben wir 3 Stück bekommen. Für jeden aus unserem Team 1. Gut, wir sollen jetzt erstmal Gloya finden und mit ihr reden und ihr so ein, wie soll ich das übersetzen, so ein Redestein geben. Bist du das? Ich glaube, du bist das, ne? Wir tun nichts, genau, nein. Wir geben ihr den Stein. So, dann sind wir jetzt sie und... Wir haben ja einen Hammer, mit dem wir Sachen reparieren können. Und wir sollen jetzt nach oben klettern und da den Haufen reparieren. Alles klar, so, wo war das denn jetzt? Ich würde mal sagen, also hier geht es schon mal nicht hoch. Da sieht das auch nicht aus. Da geht's hoch. Gut, dann müssen wir da lang. Wir können auch hüpfen. Jawohl, ja. Und ich kann ja jetzt nochmal kurz aufs Interface eingehen. Oben rechts haben wir halt die Ressourcennummer mit. Oben in der Mitte halt, in welche Richtung wir gehen, wird uns angezeigt. Mit M können wir die Karte aufrufen. Die sieht halt auch ganz nett aus. Wir können hier auch mit dem Mausrad reinzoomen, wobei das bringt jetzt hier bei dem Schloss nicht allzu viel. Ich hätte gern vielleicht nochmal so eine Gebietskarte gehabt. Aber das ist wohl scheinbar nur so eine wirklich so eine Oberweltkarte. Mit O können wir uns die anderen Sachen alle anschauen. Wir sind auf Stufe 1, haben eine Bevölkerung von 0 von 0. Es gibt 3 unterschiedliche Rubriken, Kultur, Ökonomie und Quality of Life. Ressourcen haben wir hier, wie viel wir einnehmen, wie viel Essen wir haben, Trainer gibt's. Und was haben wir hier noch? Das ist das Journal, das sind unsere Stadtstrukturen oder Stadtgebäude, unsere Einwohner, unser Inventar. Da haben wir auch unsere Charaktere und mit welchen Werkzeugen die ausgerüstet sind. Ansonsten dann hier noch so ein bisschen die... Ja, Stats der unterschiedlichen Charaktere, das macht jetzt auch nicht unbedingt so einen großen Unterschied. Alles klar, gut. Dann laufen wir doch jetzt mal hier hoch. Kann ich irgendwie sprinten? Also ich kann nicht mit Shift schneller laufen. Ja, das ist schon ein bisschen... So vom Clipping her, das muss man wirklich aufpassen, wo man hier langläuft. Das drückt einen teilweise schon zur Seite. Das sind dann diese unsichtbaren Wände. So, dann laufen wir mal weiter. Alles klar.
Wir müssen jetzt unseren Hammer einsetzen. Den haben wir auf der 1. Und dann fangen wir mal an zu hämmern. Gut, dann hätten wir das. Das haben wir also erledigt. Jetzt sollen wir hier mit dem Vorarbeiter sprechen. Dann machen wir das doch auch eben mal. Kann ich denn hier... Jawohl, ich kann hier... Das gibt ja voll hier das Zelda-Feeling. Oh, da haben wir teilweise auch Sachen drin. Können wir alles kaputt hauen. So viel zum Thema Aufbauspiel. Gut, dann reden wir mit dir. Was willst du jetzt von uns? Genau, kein Chit-Chat. Wir sollen Zelt bauen. Und einen Gartenplot. Wir haben Blueprint, Drafting Table. Okay. Aber wir haben noch nicht die Ressourcen dafür, um den bauen zu können. Dann wechseln wir jetzt wieder auf den Zwerg. Weil das ist halt seine Spezialität. Dann bauen wir doch mal ein paar Ressourcen ab. ...240 Holz brauchen wir, 20 Steine und 170 Gold. Gut, das kann man sich dann auch jederzeit hier direkt anzeigen lassen. Schalter, können wir hier das Tor öffnen, alles klar. Gut, dann werden wir doch jetzt erstmal hier so ein paar Bäume abholzen. Es gibt jetzt mal 50, das ist gar nicht mal so wenig. Hallo? Hallo? Warum? Du hast doch eben gerade einmal gewackelt. Das sah jetzt komisch aus. Da fehlt mir so ein bisschen das Feedback teilweise. Der haut da zwar drauf, aber da bewegt sich kaum was. Und man sieht da jetzt auch nicht, dass der da irgendwie Löcher reinhaut. Ich glaube, das war jetzt hier auch schon genug. Gut, dann können wir direkt mal wechseln. Von den Animationen sieht das jetzt nicht so schick aus. Und ich muss ganz ehrlich sagen, so für 25 Euro, das ist schon ein bisschen viel, meiner Meinung nach. So auf den ersten Blick. Also wenn man das Ganze in Relation setzt zu Spielen, die man teilweise für 15 oder für 10 Euro schon bekommt oder für unter 20 generell, da dürfte es das Spiel doch hier ziemlich schwer haben. Gut, dann benutzen wir jetzt mal Crafting Table. Alles klar. Ah, jetzt haben wir das hier aus der Vogelperspektive. Können wir gucken, wo wir das dann hinsetzen. Ja, wir können das dann eigentlich mal... Wir können das... Ist ja eigentlich egal, ne? Ich besitze... Auch nicht unbedingt so wichtig, würde ich mal sagen. Deswegen, wir setzen das einfach mal hier hin. Ein Plot können wir jetzt bauen. Okay. Erhöht die... Damit können wir mehr Essen lagern. Und erhöht die Essensproduktion. 4 Arbeiter. Okay.
Frage ist halt wirklich, das können wir halt auch überall da hinsetzen, aber da sind halt auch noch Bäume. Puh, ich würde ja fast sagen, wir setzen das jetzt einfach mal. Da können wir nicht. Kann ich das? Ich würde mal sagen, wir setzen das einfach mal hier hin. Okay, jetzt können wir ein paar Leute in die Stadt einladen. Alles klar, gut. Dann sollen wir jetzt den dritten diesen Stein geben. Okay, jetzt sollen wir mit Professor Mooney reden. Ich glaube, das sollte der hier sein, oder? Ja, genau. Wir haben Treasure Diviner bekommen. Damit kann man verborgene Schätze finden. Okay. Wenn da rot leuchtet, dann gehen wir in die richtige Richtung. Also ich finde das echt eine coole Idee. Ich kann es nochmal sagen, mit den unterschiedlichen Spielmechaniken, dass das so kombiniert wurde. Trotzdem finde ich das ganze Spiel ein bisschen teuer. Wenn man sich so mal die anderen Spiele in den Preisbereich und günstiger halt anschaut. Okay, wir müssen... Da ist rot, da geht's in die richtige Richtung scheinbar. Okay. Wir kommen der Sache näher, so wie es ausschaut. Was haben wir denn gefunden? Eine Schatzkiste. Was gibt's denn hier Tolles? Jackpot. Jede Menge Gold. Gut, dann sollen wir jetzt ins Büro und es gibt ein Meeting. Und so läuft dann halt das Spiel ab. Man wechselt zwischen den Charakteren, die machen dann unterschiedliche Sachen. Das ist auf jeden Fall eine richtig, richtig, richtig nette Idee. Oh, da gibt es eine Höhle. Dann schauen wir uns das Ganze doch mal an. Dann würde ich doch sagen, schauen wir uns das Ganze noch mal an und... Das ist wahrscheinlich ein Teleportstein. Transporter. Das ist auf jeden Fall praktisch. Gut, aber den brauchen wir, glaube ich,
erstmal sowieso nicht, weil wir noch keine Punkte gefunden haben, wo wir uns dann hin teleportieren können. Aber mit ihm hier können wir sprinten. Was hatte er gesagt? Hier die Straße runter und dann müsste da irgendwo hinten der Tunnel kommen. Da hinten müsste das sein. Sind wir denn hier jetzt noch richtig? Ja, das steht ja leider nicht dran. Moment, gucken wir mal auf die Karte. Sehen wir das auf der Karte? Sieht jetzt nicht unbedingt da aus. Wir laufen jetzt einfach hier nochmal ein kurzes Stück weiter. Oh, hallo. Was ist mit dir? Ein Reisender. Ein bisschen Smalltalk. Oh, hier können wir dann... Haben wir einen Waypoint freigeschaltet. Wunderbar. So, hast du irgendwas zu erzählen? Gut, oder was heißt Smalltalk? Die erzählen uns halt immer so ein paar Sachen, wo man sich dann nochmal umschauen kann und so. Ach, das ist eine Prüfung. Ach so, okay, das ist dann quasi das erste Rätsel. Da können wir ja nochmal kurz reinschauen. Und da müssen wir halt auch gucken. Das war halt wirklich dann, wer was da genau machen muss. Also dann hat man hier im Prinzip Dungeons oder Prüfungen in Form von Dungeons so ein bisschen. Das hier ist halt auch noch irgendeine Ressource. Okay, dann muss ich jetzt quasi... Ja, dann ist erstmal am Anfang hier so einfache Sachen. Da muss man halt einen Charakter draufstellen und dann muss der nächste kommen und der kann dann vielleicht die Tür öffnen und solche Sachen am Anfang. Dann schauen wir doch mal eben. Aber hier war doch auch noch eine Kiste, genau. Da gab es einen Schlüssel. Ein Schlüsselfragment, okay. Gut, die müssen wir finden, damit wir die letzte Tür dann öffnen können. So, du musst dich wahrscheinlich auch draufstellen. Genau, dann geht nämlich die Tür auf. Und dann müssen wir auf ihn wechseln. Ja gut, es ist halt schon klar, wie das im Grunde erstmal am Anfang funktioniert. Ist halt noch alles recht simpel. Und nochmal auf den Preis zurückzukommen, ist natürlich dann auch die Frage, wie viel Umfang letztendlich das Spiel dann hat. Da kann ich halt an der Stelle jetzt noch nichts zu sagen. Aber wie gesagt, wenn das wirklich etwas größer sein sollte, dann wäre das vielleicht sogar auch den Preis wert, würde ich mal fast behaupten. Es kommt halt auch immer drauf an. Wenn ihr genau sowas spielen wollt, wenn ihr euch denkt, hey, das ist genau mein Ding, das ist ja eine super Kombination aus Spielelementen, ich will genau sowas spielen, dann ist es natürlich das Geld wert.
So. Hier mal mit Schalter. Okay, dann fährt das Ding da hoch und das kommt bestimmt auch wieder. Wow, was ist denn jetzt auf einmal mit der Kamera gewesen? Wow, die spinnt ja, wenn ich hochgucke. Damit, wow, damit die Kamera kommt da nicht so wirklich klar. Okay, gut. Aber ich würde sagen, das war jetzt auch nochmal ganz kurzer Ersteinblick. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Das war es erstmal wieder von mir und bis bald.